Grüß euch! Ja, grüß euch! Grüß Gott! Hallo, Ihres Frau Edpetit! Hola, hola, Frau Edpetit ist ihr! Wir haben Tag Nummer 18. 8 ist meine Lieblingszahl. Da habe ich mir gedacht, ist super. Das heißt, heute wird sicher ein toller Tag. Und ich glaube, er ist wirklich toll, denn wir haben etwas Geiles bekommen, das wir euch gleich zeigen werden. Ich habe wieder versucht, meine Haare zu, meinen Ansatz zu verblonden. Ich war heute schon draußen mit dem Longboard. Bis nochmal dumm witzen, nichts ist los. Bis auf einen Leichenbogen, der bei einem Reisebüro gesessen ist. Oh je. Die Zeiten sind hart, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja, ja, auf jeden Fall wird das alles ein toller Tag, denn es ist Tag Nummer 18. Tag Nummer 18, wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Ja, man muss über den Teller ran. Du bist so dumm. Du bist blöd. Was ist denn da? Du bist böse. Verpackerl. Schack die Matt. Schack die Matt. Da ist der Polster. Ah. Oh Gott, I love it. Das ist die Matte. Schauen wir, da ist die Rückseite mit den Stacheln. Wir werden das ein Board einmal drauflegen, gleich, weil ich bin eh schon so gekommen. Halt! Oh, ja, that's crazy. Es brennt wie Feuer beim Kreuz gerade. Spanner kann ich mich noch nicht. Nein, das kommt ja, das geht jetzt noch lange nicht. Du glaubst, das geht. Wie lange brauche ich das um Quäne? 10 Minuten circa. Ich halte das nicht aus. Aus, ich kann nicht mehr. Es brennt zu viel. Das ist nichts für Kinder. Die Shakti-Matte ist eine Akupressur-Matte, die tut alles lockern und entspannen und die ganzen Punkte triggern und deswegen wird man dann ganz entspannt und die Muskeln werden locker und die Durchblutung angeregt. Das sind so Spitzen, die sind aus dem gleichen Baustoff wie Lego-Steine gemacht. Ho! Ah! Und die stechen dann hinten ein, aber nicht Haut anritzen, sondern tun nur drucken. Ah! Ah! Nein! Okay. Und andere wiederum brauchen etwas länger, bis die positive Wirkung eintritt. So wie bei mir. Hola, grüß Gott. Ihr spricht Seniorin Edpetit. Und ich habe für euch heute wieder ein paar Beauty-Tipps. Nein, wisst ihr was? Ihr habt es eh schon gehört. Aber ich versuche gerade meine Haare ohne Sonne hell zu machen mit dieser Go Blond. 3. Und diese Daily Routine mache ich jetzt in meiner Arbeitspause, in meiner Pause von der Arbeit. Im Homeoffice bin ich nämlich und das ist für mich wirklich sehr anstrengend. Deshalb muss ich inzwischen auch immer wieder ein bisschen auf der Beauty schauen und ein bisschen so Nadel-Treatment machen und ein bisschen auch diese Go-Blonder machen. Deshalb jetzt wieder sprüh, kämm, föhn. Und dann kann man ein bisschen gucken, ob ein Mann schon ein bisschen blonder geworden ist, aber ich glaube noch nicht. Hier perfekt die Haare ein bisschen kämmen. Und jetzt eine Sprüh. Und ab wenn wir fertig gesprüht sind, Herr Edpetit hat fertig gesprüht. Jetzt kommt der Föhn. Ich sage euch, Signora Edpetit hat wirklich eine kleine Hitzeschlag bekommen. Ich bin auch ein kleines bisschen rot. Ich sehe gerade, oh Gott, Signora Edpetit, richtig rot. Darf niemand sehen, ist Geheimnis. So, schaut aus, weiß ich nicht. Oder ist das jetzt blonde oder nicht? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. But we will see it. In the next weeks, we will do. Stay tuned! This is Home Office. Home Office und schaut, was da ist. Grüß gekocht! Was machst du für den letzten Tag mehr mal? Ja, als ob sie schon jemals gelöst hat, das Milch retten. Was ist das klar? Am Bauernhof von Nömi ist immer viel los. Ein paar Drasieren. Ernsthaft? Ist er schon? Er ist 3 Tage. Ja. Ich hab schon gezählt, pass auf. Jetzt mach!
Okay, ja cool, danke, geiles Rätsel, danke, tschüss, baba. Constitution, Constitution, for the Goshen, you gotta go. Steirisch und Spanisch, wollte ich sagen. Als Englisch kommt von Steirisch. That is not Hercules. And who is that monster who looks as if he has come straight from the kingdom of the underworld? Oh, no, this is a motion picture, a play. Smile. Bestes. Prost. Ist Pakettag. Pakettag ist heute, das ist das Highlight. Das ist mein neuer Kickdrum. Wow, das schaut so cool aus. Wow, was ist das denn wohl? Ein Aktenkoffer, um in die Arbeit zu fahren? Zu diesen Zeiten wohl nicht. Bist du, das ist ein Riesenring. 15 Zoll. Mein echter Cockring. Ich glaube, es betrifft den ein oder anderen Mann, wenn ich das sage, dass sein Penis vielleicht ein bisschen zu klein ist. Das ist unser Licht, unser neues Foto- und Filmlicht. Damit werden wir euch wunderschöne Fotos und wunderschöne Filme zaubern, damit wir ganz viele coole Sachen zum Posten haben von zu Hause. Oh, das ist aber süß. Warte, schau mal die Wärme und Kühle. Das ist ganz kalt. War nicht kalt. Ist schon eiskalt? Ja. Soll ich mir wieder warm machen? Ich mag warmes Licht auch mehr. Ja, wir haben in großen gekocht, gell? Ja. Groß ist immer gut. Jesus. Ich meine, es wirkt natürlich noch ärger, weil jetzt der nächste 100er Schritt erreicht worden ist, aber es sind eigentlich effektiv nur 26. Aber es sind schon viel weniger Tote. Ja, das stimmt, nur 500 über Nacht. Das war Tag 18. Sieht doch gleich viel besser aus. Dank diesem coolen Licht, I'm so happy. Heute war Bestellungstag, heute sind alle Bestellungen gekommen, es war wie ein kleines Weihnachten. Naja, alles sind nicht gekommen. Wieso, was fehlt denn noch? Na, das eine habe ich holen müssen, das ist nicht gekommen. Ah ja, das Depperte. Bin da durch Halbert Wehren heute gefahren. Das waren wie viele Kilometer? 15 Kilometer. Auch Strecken. Was 15? Du musst wieder übertreiben. Naja, dann waren es 3. Ja, irgend sowas halt. Aber viel. Auf jeden Fall sieht man jetzt noch mehr, wie braun du im Vergleich zu mir bist. Aber es ist wirklich cool und ich bin happy mit dem Selfie-Ring. Das war eine gute Idee, dass ich den bestellt habe. Und im nächsten Vlog zeigen wir euch alle, wie man eine Bindehautentzündung ordentlich behandelt und auskuriert. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Vlog mit unserem neuen Zauberlicht und wir werden so viel entspannter sein mit unserer Stachelmatte. See you tomorrow.